Sieh meine. Scotch? Nicht irgendein Scotch. 30 Jahre alter Scotch. Single Malt, siehst du? Angela würde sagen, dass ein Mann seiner Frau traditionell Blumen kauft. Ja, das ist wahr. Aber weißt du was? Das ist nicht für meine Frau, das ist für meine Partnerin, die ich gelegentlich küsse. Joe Hennessen ist in Haft? Ja, hauptsächlich wegen meiner Partnerin. Und? Was machst du? Was ist das? Ich bin nochmal die Kalkulation der Lebensversicherung durchgegangen. Was das Risikoprofil betrifft, sollte ich im Außeneinsatz sein. Ich habe meine vielen nennenswerten Stärken eingerechnet, aber Ihre Zahlen stimmen offensichtlich. Es ist also in Ordnung, dass Sie dir eine höhere Prämie aufbrummen? Es ist rational. Und gegen Rationalität lässt sich schwer argumentieren. Richtig. Das Universum zeigt uns, ganz egal wie wir uns auch schützen, wir werden niemals vollständig sicher sein. Aber mit vernünftiger Vorsicht können wir weiterhin im Außeneinsatz zusammen sein, wenn es angemessen ist. Und du bist gewillt, extra dafür zu zahlen? Immer. So wie ich gewillt bin, mir für den Scotch zu zahlen. Deswegen liebe ich dich. Na komm schon, lass uns einen Scotch-Abend verbringen. Erzähl mir die Geschichte. Eine Scotch-Geschichte? Naja, sie muss 30 Jahre alt sein, ist doch wohl klar.